Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Mod-Vorstellungsvideo. In diesem Video zeige ich euch einen Mod mit einfachen Holzbrücken. Und ausnahmsweise zeige ich euch diesen Mod in Stappenbach und nicht in Felsbrunn, denn hier in Stappenbach gibt es viele kleine Bäche zwischen den Wiesen. Hier zum Beispiel. Und das ist auch der Anlass, warum ich diesen Mod überhaupt gebaut habe. Ja, und fangen wir gleich mal an. Die hier ist, also dieser Bach ist so ein bisschen schwierig mit Brücke, weil dieses Ufer etwas höher ist. Aber das kommt hier in echt auch oft vor. Und man kann das so einigermaßen machen. Hauptsache, man kann schließlich mit dem Trecker über die Brücke fahren oder zu Fuß gehen. Jo, gehen wir gleich mal in den Shop. So, das ist bei Dekorationen. Hier, es gibt drei Typen. Die ist 10 Meter lang. Damit kann man aber nicht einen 10 Meter breiten Bach überspannen. Das zeige ich euch gleich, warum nicht. Diese hier ist 20 Meter lang und die sind beide etwa gut 4 Meter breit. Und diese Brücke ist auch 20 Meter lang und etwa 8 Meter breit. Also da kommt man schon auch mit einem großen Trecker drüber. Ich zeige euch hier erstmal die kleine und warum die nicht geeignet ist für 10 Meter breite Flüsse, sondern nur für kleinere. Okay, hier ist der Trecker in der Nähe, das ist gut. So. Und man stellt sich ja vor, dass eigentlich für sowas hier eine 10 Meter breite Brücke reicht. Und aber, schwer zu beschreiben, ich zeige es euch, damit ihr es optisch seht. So, jetzt kann man das besser sehen. Die Höhe von der Brücke wird immer da abgemessen, wo man mit dem Mauszeiger ist. Und der Mauszeiger hängt aber in der Mitte von dieser Brücke fest. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, geh mal einfach ein bisschen höher, dann wird das schon. Denn das Höherstellen funktioniert nicht. Also Steuerung E funktioniert nicht. Steuerung Q geht, also runtersetzen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja höher setzen. Das geht nicht. Dazu muss ich ans Ufer und dann ist die plötzlich zu kurz. Aber bei noch deutlich schmaleren Bächen, da funktioniert die. So, was aber funktioniert, ist die 20 Meter Brücke. Da verschwindet dann einfach ein guter Teil der Brücke im Boden, was nichts ausmacht. Und hier sieht man, wie die da hinten rausragt. Und dann mache ich es einfach ein bisschen tiefer und dann passt die einigermaßen. So, wie ihr seht, ist die sehr schlicht und einfach. Einfach aus Holzstämmen. Und an der anderen Stelle nehmen wir mal die breitere. Ja, hier kann man das auch zum Vergleich sehen. Die ist deutlich breiter als die wir zuerst hatten. So. Die können wir mal hier hinsetzen. So, hier sieht man auch, sobald ich ein bisschen höher komme, guckt die nach hinten raus. Die ist also eigentlich riesengroß, aber muss sie sein, damit ich von der Mitte aus die nötige Höhe hinkriege. Hier sieht man auch, wenn ich weiter zum Bach hingehe, dann geht die immer tiefer. Und so kann man ja das feintunen, wie man sie positionieren will. So, ich würde sagen, ich mache die mal so. So, und jetzt fahren wir da mal drüber. So. Man kann die natürlich auch als Fußgängerbrücke nutzen, logisch. Aber interessant ist es ja vor allem für Trecker und andere Fahrzeuge. Hier, die geht gerade so. Da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. So. Und die andere ist deutlich bequemer. So.
Da müsste man eigentlich auch mit dem Mähdrescher drüber kommen. Ja, kosten jeweils 1000 Euro. Und man kann sich dann gerade auf der Stappenbach sehr schön diese Bachgrundstücke miteinander verbinden. Okay, wo findet ihr diese Brückenmods? Auf meiner Homepage, das ist omatannerspielt.de und dort bei den LS19 Mods. Und unter diesem Video mache ich euch auch einen Link hin, der direkt zu dem Brückenmod führt. Und da könnt ihr euch den Mod runterladen, kostenlos, ohne Registrierung. Und wer nicht weiß, wie das funktioniert, findet auf der Homepage auch eine Anleitung, wie man sich Mods installiert. Gut, das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Brückenbau und noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!